Und damit herzlich willkommen zurück hier zum Mist Survival. Bevor das Video losgeht, muss ich kurz was anmerken. Ich habe leider aufgenommen schon eine Stunde und er hat die Aufnahme irgendwie nicht gestartet. Keine Ahnung warum, ich habe es zu spät gemerkt. Sorry an der Stelle. Ich habe hier einfach mal einen Verbündeten geholt. Hier den guten, hallo, den guten Scott und ich habe die Blacksmith gebaut. Mehr ist eigentlich nicht passiert, ich habe ein bisschen sortiert. Ein bisschen gelootet, aber mehr ist eigentlich echt nicht passiert. Okay, jetzt müssen wir mal kurz was gucken. So. Was haben wir denn hier? Axt und Axt. Okay. Die brauchen wir nachher noch. Komponenten. Was haben wir denn hier? Da haben wir das drin. Pfeile. So. Wie gesagt, sorry, ich habe halt auch echt momentan ein bisschen viel zu tun mit den ganzen Vero-Projekten und so weiter und so fort. Sorry an der Stelle. Hier, wir brauchen Gier. Okay, können wir uns doch eigentlich jetzt einschmelzen, oder? Geht das jetzt hier? Hallo? Ich glaube, die können wir uns doch einschmelzen, ne? Meld. Okay. Was haben wir denn noch im Auto? Ach du Scheiße. Ich habe echt so viel mitgebracht. Hier. Es kann sein, dass die Folge auch kürzer wird. Ich muss mal gucken, wie ich das zeitlich jetzt noch hinbekomme. Okay, hier ist noch voll. Alter, wir haben so viel. Okay. Noch was für den Schrank hier? Nö. Das können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Wir brauchen unbedingt mehr Schränke, Das brauchen wir, das, Zucker, die Buße, Bußen. Okay, packen wir das erstmal darüber. Das heißt aber, die Banditen werden uns jetzt halt angreifen. Da haben wir das drin, da die Cola rein, da waren die Flaschen, da kommt das rein. Okay, wenigstens können wir das decken, das ist schon mal gut. Das kommt hoch. Zucker, so viel Zucker. Zucker. Da haben wir das. Und hier, genau, hier waren die Schuhe drin. Wo war der Alkohol drin? Boah, Alter. Wir müssen was essen. Komm, dann essen wir jetzt hier mal was. Hier. Nein. Eat. Oh, wir haben Durst, scheiße. Wir brauchen unbedingt den Waterbottle, dass wir uns Flaschen Wasser machen können. Alter, ich habe keinen Platz mehr. Hier leer. Da ist noch was drin, da ist auch noch was drin. Die können wir auch irgendwo anders hin tun. Würde ich sagen, machen wir auch in die Garage, oder? Genau wie die ganzen anderen Sachen hier. Eigentlich müsste das alles in die Garage rein. Steine mal auch mal rein, Federn. Ja, komm da rein. Sticks hat man doch hier, ne? Ja. Oh, da haben wir auch noch mehr Federn. Federn da. Das. Ups. Mal gucken. Ich hoffe, die greifen jetzt nicht gleich an die scheiß Banditen. Einer ist fertig, nice. Und jetzt kann man die hier zu Gier verarbeiten, ne? Wo brauchen wir 4 Stück? Really? Alter. Geben aber echt wenig. So, mal gucken. Hier bräuchten wir theoretisch auch noch einen Schrank. Alter, ich bin die ganze Zeit von Minecraft noch gewohnt. Ne? Ja, wo haben wir es denn? Hallo? Locker? Locker vom Hocker. Hier. Kann man mal rotate, bitte? Hier. Na? So ist gerade. So. Zack. Okay. Scheiße. Schon wieder. Scott ist echt so ein kranker Motherfucker. Der bleibt einfach draußen, wenn es neblig ist. Das juckt ihn überhaupt nicht.
So. Die Säge brauchen wir. Die Nägel. Könnte man eigentlich auch da rein tun. Scott legt sich auch eiskalt mit denen an. Der hat damit überhaupt kein Problem. Wir haben doch mehr Fleisch, oder? Da sind die Dosen. Das können wir nach oben tun. Mach doch die scheiß Tür zu, Mann. Lass die Tür zu, Scotty. Scotty Boy. Okay, bleib wenigstens mal drin. Da haben wir den Alkohol. Da, Alkohol. So blöd, dass man die nicht stecken kann. Unser Medizinschränkchen. 8, 8. Okay, haben wir schon einige. Komm, Scotty, wir gehen ins Bett kuscheln. Ich glaube, das werden echt immer mehr von den Typen. Alter, ist es laut. Da ist einer. Na, letztes Mal war einer hier drin. Da läuft einer. So, Späne. Talk. Status Inventory. Okay, na gut. Geh einfach weiter. Der geht immer aus dem Weg. Der ist da. Ich habe ein bisschen Angst vor den Viechern, muss ich ja zugeben. So, letzte Folge, wo ich aufgenommen habe, wo leider nicht geklappt hat, ist einfach raus und hat gegen die gekämpft. Hat ihn überhaupt nicht gejuckt. Ich weiß halt auch nicht, ob der sterben kann. Okay. Ach du Kacke, Mann. Diese scheiß Viecher, ey. Oh oh. Wo ist Scotty? Weg hier! Ich bleib hier drin. Wenn er die Tür aufmacht, kann er gucken, wie er klarkommt, ganz ehrlich. Alter. Okay, ist aber jetzt irgendwie nur einer, oder? Ich sehe bis jetzt nur einen. Okay. Ich glaube, seine Kollegen haben ihn verlassen, haben die Schnauze voll von ihm. Da ist einer. Ja, ich glaube echt, seine Kollegen haben die Schnauze voll von ihm, wollen nichts mehr von ihm wissen. Naja, uns soll es recht sein. Okay, wir haben eine M-Shotgun, eine M4, einen Helm. Was sagt eigentlich unser Inventar? Equipment, Helm, das. Oh, wir haben unsere Weste verloren, scheiße. Messer. Jetzt schmelzt unser Eisen draußen, dann können wir endlich den Generator machen. Das ist auch mal was Gutes, können wir uns auch einen Kühlschrank direkt machen. So. Da ist ein kleiner. Oh, es sind doch zwei. Er hat seinen Bruder mitgebracht. Ey, hier können wir echt über Haussilber mal renovieren. Wäre cool, wenn es gehen würde. Move. Oh, cool, wir können das Bett moven. Ja, komm, ich lass einfach mal da stehen. Was brauchen wir denn eigentlich für ein Bett zu craften? Scotty muss ja nicht unbedingt auf dem Boden schlafen. Bett. Modern Bett, Classic Bett. Das haben wir, das haben wir, das können wir machen. Components. Alter, ist das laut, Mann. Er hat's gelernt. Ich habe ihn nach der Folge letztes Mal angemeckert und gesagt, bleib drin in der Nebel, komm, bist du krank. Was geht ab, Scott? Du hast Hausarrest. Ich glaube, das hier ist sein Zimmer. So. Saving. War's das jetzt? Oh, Alter. Meine Fresse, jetzt nervt's, aber ich gehe gleich raus und sterb. Mach die Tür zu, Alter. Hast du keinen Anstand?
Alter, er geht immer rein und raus. Okay, einfach tot. Nice. Tote Zombies sind gute Zombies, ne? So. Ich hoffe nur, die scheiß Banditen kommen, ne? Da haben wir nur das. Ich mach's Auto mal leer, weil wir müssen eh nochmal auf Loot-Tour gehen. Wir brauchen noch viel, 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 viel mehr Loot. Was sagt das hier? Nice. Und nice. Drei. Was? Kann man nur 6 stecken? Okay, 2. Machen wir mal selber. Und jetzt kommen die Banditen und wir kriegen in den Rücken geschossen. So. Echt, wir haben schon Abend. Fuck. So. Eins left, ich hab doch. Really? Hä? Ich stelle noch Components. Scheiße. Ich brauche unbedingt noch Components. Components, Components, Components. Ich glaube, ich habe gar keine mehr, ne? Hier. 4 Stück habe ich noch. Die bringen aber nichts. Nö. Ich habe echt keine mehr. Oben habe ich, glaube ich, aber auch keine mehr drin. Da war Holz, das. Scheiße. Alter, ich drücke mich die ganze Zeit. Wollen wir noch kurz auf Loot-Tour gehen, aber ich meine... bringt eigentlich nichts, weil es eh gleich dunkel wird. Da ist alles mit Auto voll. Ich könnte das andere aber echt mal schmelzen, so. Meld. Und dann kriegen wir sogar 2 raus. Okay, dann gehen wir mal schlafen. Bis dahin müsste es eigentlich... Fertig sein. Ich mach aber kurz was. Hab ich nämlich in einem Video gesehen von einem amerikanischen Let's Player. So. Die Banditen sind blöd, die kommen da nicht drüber. So, komm, wir schlafen jetzt erstmal. Ja, 12 Stunden würde ich sagen. Hunger und Durst ist dann natürlich im Arsch, aber... Was? Wie, was? Warum denn? Hä? Ups. Was war denn das? Warum bin ich jetzt unconscious gegangen? What the fuck? Ich hab doch nur geschlafen. Bin ich verdurstet oder so? Mal gucken, wo er gespeichert hat. Okay. Was haben wir denn noch im Inventar? 2 davon. Na gut. Müssen wir uns vielleicht bandagieren. So, warte mal. Hier vielleicht. Okay, hier bandagieren wir uns jetzt mal. Da vielleicht auch nochmal. Okay. Ich kann mir nur vorstellen, dass wir irgendwie wegen Durst ohnmächtig geworden sind. Wegen Durst und Hunger vielleicht. Helfe ist aber auch echt im Arsch. Okay, 15 Uhr, so. Und der Helfe ist halt voll im Arsch. So, das können wir eigentlich essen. So. Bandagierzimmer jetzt, das ist schon mal gut. Dann das Salz, das können wir ja alles stecken, haben wir gerade rausgefunden. So. Warte mal. Na. Das hier da rein. Ja. Mal 4, mal 4. Okay. Huch. 2. So. Na komm. Okay.
Hallo. Okay, 0 von 4, dann machen wir das da rein und machen wir da Meld. Hey, ich hoffe, dass wir diesmal jetzt schlafen können. Was zum Geier? Oh, falsch. Hier, zack. So, auf jeden Fall trinke ich mich jetzt mal voll und esse. So, das. Und wo war die Cola? Die Cola, so. Komm rein, halt. Stellen wir es mal da rein. Okay, so. Gute Nacht, Scott. Haust da rein. Hier, okay, ich esse mich jetzt eben hier voll. So. Durst. Okay, jetzt nochmal. Ich speichere vorher lieber mal ganz kurz. So, Safe Game. Rest. Okay, machen wir mal. Ich mache mal 8 Stunden. Health geht ein bisschen hoch. Es ist 2 Uhr. Schlafen wir nochmal 6 Stunden, würde ich sagen. Okay, nice. Health geht echt hoch. So. Okay, Hunger und Durst sieht eigentlich echt gut aus. Aber trinken können wir echt was. Ah, wir brauchen unbedingt mehr Wasser. Hier, move. So, es ist fertig. Komm schon. Wir haben gerade mal 2, nice. Ja, wir brauchen 4, stimmt. Scheiße. Na gut, ich würde sagen, dann düsen wir mal los. Suchen uns neue. Einen Moment. Hallo. Inventory. Ich würde den Rest hier nämlich auch noch ablegen. Auf dem Weg, Scott. Wo haben wir denn? Da haben wir einen. Wo ist der andere? Habe ich den irgendwo vergessen? Das. Das können wir dann auch erstmal da reinpacken. Na gut, ich nehme den jetzt erstmal mit. Was soll der Geiz? Ich gucke hier eben mal schnell. Vielleicht gibt es da ja wieder was. Oh, der Loot respawnt ja halt auch, ne? Das ist das Gute. Das ist gut. Oh. Steine werden wir eh noch genug brauchen. Metal Scrap, nice. So lässt es leben. Saving, okay, hier. 3 Melt. So, dann bringe ich das schnell. Warte mal, was? Wie war das? Water Barrel. Funanze. Was war denn das? Das hier vielleicht? Place Item, okay. Ach du Scheiße, was wir hier noch alles brauchen, Alter. So, Stein mache ich jetzt auch mal auch da rein. Das auch. Die anderen Sachen nehme ich mal mit. Hier, open. Noch ein Messer. Wir haben so viele Messer. Ey, wir sind echt Rambo. So. Gut, den Rest können wir dann ins Auto packen. So, jetzt müssen wir aber echt los. So. Die Frage ist, wo fahren wir hin? Links oder rechts? Ich würde die großen Häuser gern nochmal looten. Vielleicht gibt es ja hier auch irgendwas nochmal. Nichts. Nichts. 3 Liter, nice. Will kennen. So, ich denke mal, Scott kann das bestimmt alleine verteidigen. Oh, ein Eimer. Das ist natürlich... Noch ein Eimer, Alter.
Nägel will ich natürlich mitnehmen. 8 Liter. Holy shit. Das ist richtig geil. Oh, nice. Hier noch irgendwas? Nochmal 3 Liter. Vulcan? Wir haben schon wieder 16 Liter, Alter. Hier ist aber sonst nichts, ne? Nö. Ich mach mal kurz das Auto aus. Brauchen wir ja, der muss ja nicht laufen, wenn wir hier hingehen. Gucken, gibt's hier noch irgendwie was? Nö, hier in den Sachen respawnt also nichts, glaube ich. Da ist Metal Scraps. Leere Flasche. Fressen. So. Und weiter geht's. Ich weiß, dass es hier auch irgendwie eine große Stadt gibt. Aber ich habe keine Ahnung, wo die ist. Da müssen wir echt nochmal gucken. Ich kann mir vorstellen, dass die den Weg geradeaus ist, da bei den Banditen vorbei. Und dann da rechts vielleicht. Viel kennen. Eine Batterie. Schon wieder 3 Liter. Oh, 20 Liter, wir müssen jetzt erstmal auffüllen. Hier, fill the tank. Boah, wir haben 37 Liter im Auto. Nice, wir können unseren Generator fertig machen. So, bei der würde ich sagen, gehen wir halt jetzt auch, ne? Da ist auch noch ein bisschen Sprit. So. Wir haben aber gerade mal 6 Crip Metal. Das ist halt echt wenig. So. Komponenten. Jetzt hier in dem Auto noch was. Oh. Nehme ich mit. Wäre cool, wenn man das auch reparieren könnte, die Batterien und so. Viel kennen. Ich weiß gar nicht, wie viele Liter in das Auto überhaupt reingehen. Hier respawnt ja sowieso nichts. Was ist denn das? Ein Hammer. Oh, ein Pfeil. Cool. Das ist gut. Metal Scrap. Metal Scrap brauche ich immer. Noch irgendwo Metal Scrap? Also Metal Scrap. Okay, ja. Starten wir mal die Engine. Ich würde sagen, düsen wir mal wieder zurück. Hat sich auf jeden Fall schon echt gelohnt. So. Ab nach Hause. Ah, oh, Scott läuft immer noch rum. Hup, hup, Scott. Aus dem Weg. Wow. Fast einen Unfall gebaut. Alter. So. Nice. Wir haben jetzt endlich unseren, so, zack, 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 zack. Holz brauchen wir noch. Komponenten brauchen wir auch noch. Scheiße. So, aber unser Generator ist jetzt fertig. Geht es mit? Geht das denn mit? Turn on. Oh, okay, nice. Wir können das also auch mit Sprit machen. So. Hier steht die Workbench. Das heißt, wir brauchen ja aber echt wieder mehr Sprit. Scheiße. Warte mal, wo war denn das hier? Elektrizität hier. Sowas würde ich echt gern aufstellen. Ah, wir brauchen Komponenten. Scheiße. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Ich packe jetzt als erstes mal den Hammer da dazu.
Batterien, Pfeile. Pfeile müssten theoretisch auch hier rein. Ist ja auch eine Waffe. Oh, hier. Mal hier für was? Nö. So, ich glaube, wir müssen dann echt nochmal los. Ups, da rein, da rein. Dann mache ich das hier mal raus. Dann machen wir da oben die ganzen Dosen und unten die ganzen Dosen, würde ich sagen. Die Schuhe waren hier unten. Wir haben drei Paar Schuhe. Wir sind ja reich, ey. Kann das nicht ineinander füllen, ne? Nee. Da sind die verschiedenen Dinge drin. Nägel da rein. Das da rein. Wir hatten doch Seile irgendwo. Hier, genau. 8 Seile. Keine Ahnung, für was wir die gebrauchen können. Flaschen. Man kann sich jetzt stacken. Komm, die Eimer packen wir auch mal mit da rein. Das packen wir mal mit da rein. Die Säge brauchen wir. Was kann da noch mit rein? Die Streichhölzer kann da mit rein. Okay. So. Wir brauchen unbedingt Components und Wood. So, die Car-Batterie. Der Spark-Block. Und die können wir auch damit reinpacken, jetzt kurz. So. So, ich würde dann aber sagen, dann war es das für diese Folge Mist Survival. Beim nächsten Mal gibt es wieder eine längere Aufnahmesession, aber ich muss halt auch noch die ganzen Videos schneiden und rendern. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö. So, das war's mit dieser Folge Mist Survival. Es gab ja jetzt lange keine Folge mehr. Es lag einfach daran, dass ich halt viel mit Vero beschäftigt bin. Wir haben jetzt 3 Folgen aufgenommen, jeden Tag, oder nicht jeden Tag, muss jeden Tag eine Folge kommen. Ich hatte auch sehr, sehr wenig Zeit wegen der Arbeit. Aber jetzt, wenn sich Vero dem Ende zuneigt, wird es wieder regelmäßig Folgen kommen. Auf jeden Fall haben wir jetzt endlich einen Generator, aber die Banditen greifen uns jetzt halt immer regelmäßig an. Sie waren zum Glück jetzt nicht da, aber ich denke mal, sie werden noch kommen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.